bin der Meier Christian, auch Bill genannt. Seefest Samstag ist unser Fischerstecher ab 14 Uhr, genau unterhalb von der Vitalweit, bei den Turner am Stand. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir viele Zuschauer hätten und natürlich auch ein schönes Wetter. Kurze Erklärung zu der ganzen Sache. Es sind immer drei Mann auf dem Schiff. Einer ist Gewicht, einer ist der Ruder, einer ist der Stecher. Da ist ein schwarzer oder ein roter Strich auf dem Brettel. Da muss der davor stehen, der Stecher, und muss versuchen, den anderen nicht mit Schlagen, sondern mit Stechen in den See zu schmeißen. Wer als erster reingefallen ist, ich glaube gerade jetzt im Hintergrund ist passiert, der hat quasi verloren. Und dann kommt die nächste Runde. Fühlen wir so, aber vielleicht kennen, das war nicht schlecht. Und der Rest ist halt einfach, Gleichgewicht ist sehr wichtig. Und ja, ein bisschen Muskeln brauchen wir vielleicht noch und dann läuft es schon. Wir sind die Schlüssel der Buben. Wir kümmern uns momentan um das Fischerstecher am Seefest und fahren auf Bamberg und auf Nürnberg. Es sind momentan 10 Leute mit 4 sehr jungen Stecher. Und ja, wir halten jetzt die Tradition aufrecht. 1972 ist das erste Mal gestochen worden, da haben wir ja vor 2 Jahren das 50-Jährige gefeiert. Und wir versuchen halt das weiterzuführen. Hinter uns sehen wir jetzt die zwei Mannschaften, die mit der Lederhose und in Weiß, wie früher auch schon die alten Fischerstecher, sind die Schlierseer Buben. Die anderen sind die Eishackler, die waren eigentlich die Gründer, die wo das Fischerstecher gemacht haben früher, ist aus der Eishockeymannschaft rausgegangen. Das waren lauter Eishockeyspieler, die haben also quasi 72 zum Stecher angefangen. Wir sind ein Teil halt Schwiegersöhne und Freunde, Freundesfreunde. Wir führen das halt weiter. Und jetzt sind wir froh, dass wir wieder noch mal eine neue junge Mannschaft dabei ist von die Eishackler. Und hoffen, das geht so weiter die nächsten Jahre. Also, vielleicht habt ihr Lust und kommt vorbei.